Unna ist eine große Kreisstadt des Kreises Unna im östlichen Ruhrgebiet im Land Nordrhein-Westfalen. Unna liegt ca. 15 Kilometer von Dortmund entfernt am westfälischen Hellwig. Die Stadt Unna wurde erstmals am 6. August 1032 in einer Urkunde erwähnt. Interessant ist der historische Ortskern mit den Fachwerkhäusern und den schmalen Gassen rings um die Fußgängerzone herum. In der Altstadt hat sich eine größere Anzahl von Fachwerkbauten aus dem 16. bis 19. Jahrhundert erhalten. Für mich ist dieser Videodreh wie eine kleine Zeitreise. Ich selber habe einen großen Teil meiner Jugend hier in Unna gelebt. In der Nikolaischule habe ich meine Grundschuljahre absolviert. Der historische Marktplatz bietet eine wunderschöne Kulisse für Veranstaltungen und Märkte. Das Unnaer Stadtfest im September gehört sicher dazu. An drei Tagen werden 100 Stunden Programm geboten. Dabei treten 300 Künstler auf 8 Bühnen auf dem Markt und als auch in der Fußgängerzone auf. Alle 2 Jahre findet Unna Festa Italiana, das größte italienische Fest nördlich der Alpen, statt. Auch gibt es hier eine tolle Gastronomie, die zum Verweilen auf dem Marktplatz einlädt. Der Eselsbrunnen wurde 1978 als Ersatz für den alten Marktbrunnen errichtet. Die Lindenbrauerei produzierte bis 1979 die über die Grenzen Unnas hinaus bekannten Lindenbiere. In der heutigen Lindenbrauerei finden Konzerte, Comedy, Kabarett und weitere Veranstaltungen statt. Die ehemalige Brauerei beherbergt seit 2001 das Zentrum für internationale Lichtkunst. Seit September 2002, nach über 20 Jahren Braupause, wird wieder in einem kleinen Rahmen das Lindenbier für das Kulturzentrum gebraut. Der Kurpark Unna Königsborn hat eine bis in das Mittelalter reichende Geschichte, die eng mit Salz, Sohle und Saline verbunden ist. Der Kurpark in Unna Königsborn ist recht groß und hat eine Fläche von ca. 42 Hektar. Im Kurpark befindet sich die Jugendkunstschule. Seit 1978 können sich hier Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu Künstlern weiterbilden. Der Pavillon im Park ist ein Relikt des ehemaligen Kurbetriebs vergangener Zeiten. 1873 erwarb ein Essener Industrieller die Saline und richtete ein Sohle- und Kurbad in Königsborn ein.
Außerdem gibt es verschiedene Tiere im Park, die zu Kleintierzüchtern und dem Zirkus Travados gehören. Im Kurpark finden regelmäßig Veranstaltungen wie beispielsweise das Mittsommernachtsfest statt. Das idyllische naturbelassene Bornekamptal ist ein Naherholungsgebiet und bietet einen Ort der Entspannung. So gibt es hier einen Bach, Wanderwege, ein Waldgebiet und sogar zwei Quellen. Ideal für Spaziergänger, Jogger, Radfahrer und Wanderer.